Weiter geht's mit Teil 2 meiner Miniserie über das Logic 10.8 Update. Heute geht's um den brandneuen Mastering-Assistenten und ich bin mal sehr gespannt auf deine Meinung. Wir legen gleich los. Wenn du in Logic 10.8 ein neues Projekt öffnest, dann ist eine AudioFX-Sektion und der Mastering Assistant automatisch schon geladen. Das finde ich jetzt schon mal als erstes so leicht aufdringlich. Aber nun gut. Das Lustige ist jetzt, ich habe jetzt hier meine WAV-Spur geladen, die ich mastern möchte. Und wenn du jetzt auf den Mastering Assistant klickst, dann fängt er sofort an zu arbeiten. Das heißt, mit dem Moment, wo du öffnest, fängt er sofort an zu analysieren. Das ist schon mal spannend. Du kannst gar nichts dagegen machen. Er hat jetzt schon seine Mastering-Chain hier created. Und jetzt siehst du aber, dass ich hier einen Cycle-Bereich festgelegt habe. Das heißt, er hat jetzt nur diese Sektion hier analysiert. Und das möchte ich natürlich nicht. Deswegen schalte ich als erstes meinen Cycle aus und gehe auf Reanalyze. Nachdem er jetzt eine Weile gearbeitet hat, hast du dann deine Mastering-Chain. Ich habe ein bisschen vorgespult. Das dauert schon so 30 Sekunden, würde ich mal sagen. Und dann können wir jetzt auch schon anhören, was er gemacht hat. Das ist jetzt zunächst mal also alles vollautomatisch abgelaufen. Du kannst hier unten, das finde ich ganz gut, eine Loudness Compensation machen. Das heißt, er macht natürlich den Mix wie beim richtigen Mastering. Ist natürlich auch wahrscheinlich ordentlich laut um ein paar dB. Das möchte ich erstmal nicht, sondern ich möchte die gemasterte Version in der gleichen Lautstärke abhören, in der auch das Original ist, sodass ich nicht nur mich von dieser Lautstärke hier blenden lasse, sondern dass ich wirklich höre, was er auch gemacht hat. Und hier im Bypass-Schalter nebendran kannst du den Mastering Assistant aus- oder anschalten. Ich lasse ihn erstmal ausgeschaltet und schalte ihn dann zu. Ja, du hörst jetzt hier, dass ich, wenn ich die Loudness Compensation dann abschalte, dass es dann ordentlich lauter wird. Was ich jetzt so im ersten Moment denke, muss ich ganz ehrlich sagen, ist, das ist nicht schlecht, weil man hat ja jetzt die letzten zwei Tage, man kann sich ja davon nicht freimachen, auch ziemlich viel Gemotze schon gehört über den Mastering Assistant. Ich finde es jetzt zunächst mal gar nicht schlecht, was ich hier gemacht habe. Das klingt ganz ordentlich. Und was wir jetzt als nächstes machen ist, wir gehen in die Sektion hier ganz oben links. Die haben verschiedene Charakter, die kannst du alle mal durchgehen. Ich habe mir das ein bisschen durchgelesen. Einer ist mehr ein bisschen arbeitet mit einem Röhrenkompressor, der andere ist ein bisschen transparenter. Der nächste ist ein bisschen mittenbetonter, also das sind so verschiedene Mastering-Charaktere, die du ausprobieren kannst. Und das machen wir jetzt gleich mal. Das hast du hier oben, du hast also Transparent, Punch, Valve und Clean. Ich schalte die mal durch. Tatsächlich muss ich sagen, dass mich hier dieser Transparent Character am besten gefallen hat. Und das Ergebnis, wie schon erwähnt, finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Schauen wir uns als nächstes mal hier diesen Auto-EQ an. Hier kannst du ganz einfach, und das ist auch recht intuitiv, über diesen Schieberegler hier, der ist auf 100% gestellt zunächst mal. Und du kannst jetzt diesen Schieberegler hier hoch oder runter fahren, also in den 200-Bereich oder eben auch in den Minusbereich. Und damit passt er die Stärke der EQ-Kurve an, also wie stark seine EQ-Vorschläge umgesetzt werden. Ja, ob die sehr präsent sind, also 100%, ob du sie noch mehr übertreiben möchtest oder ob sie ein bisschen dezenter haben möchtest. Probieren wir das auch mal. Und damit will ich immer die gleiche Stelle hören, gehe ich jetzt mal hier in einen anderen Songpart rein. Ja, und ich finde, wenn du hier mit dem Auto-EQ hin und her fährst und auf 100% bist, muss ich sagen, dass ich finde, dass dieser Auto-EQ doch die richtigen Entscheidungen getroffen hat. Also es ist jetzt nichts, was ich jetzt irgendwie falsch finde. Du hast es gesehen, wenn ich hier in den höheren Bereich gehe, also wenn ich übertreibe,
Dann klingt der Mix nicht mehr so gut und er hat hier auch jetzt relativ viel hier rausgezogen, ein bisschen im Dröhnbereich. Das Einzige, was vielleicht sein könnte, ist, dass ich ein kleines bisschen mehr silbrige Höhen möchte. Und das kannst du natürlich auch machen, und zwar indem du den Custom EQ zuschaltest. Das ist hier direkt runter. Ja? So wäre er jetzt aus, das heißt, du siehst es nicht mehr. Und so ist er an und da hast du drei Punkte, Tiefenbereich, Mittenbereich und Höhenbereich, an dem du drehen kannst. Ja? Das heißt, ich kann jetzt also direkt an diesem Mix hier diese EQ-Kurve, den Auto-EQ, den lasse ich unbeachtet. Aber ich kann noch an sozusagen an drei verschiedenen Bändern jetzt noch ein bisschen drehen, Höhen, Mitten oder Bässe abheben oder anheben oder absenken, so rum. But I've got you, that's my tongue. Give up the air, running through my lungs. To make up for all the things I've done. Just give me a sign of you on the red eye. First fly, head right back to you. Cause you're my ticket home. Ja, so ein bisschen mehr Höhen oben finde ich ein kleines bisschen besser jetzt, wie ich es gemacht habe, wie ich es nachbearbeitet habe, aber das ist natürlich immer auch Geschmackssache. Finde ich jetzt gar kein so ein blödes Prinzip. Es ist Logic, Apple-typisch, sehr, sehr intuitiv und sehr, sehr einfach zu verstehen alles. Das ist schon mal als erstes jetzt mal ein großer Pluspunkt. Aber machen wir mal weiter, und zwar hier mit der Dynamic Section. Über den Drehregler Loudness kannst du den Mix grob gesagt einfach lauter machen oder eben leiser machen. Wenn er hier in der mittleren Position ist, dann liegt die Ausgabe typischerweise bei ungefähr minus 14 Lufs. Das ist so die übliche Ziellautstärke für viele Streaming-Plattformen. Sich beim Mastering streng jetzt an diesen Wert zu halten, ist aber auch nicht immer der beste Ansatz. Über den Excite-Button fügst du den Mitten- und Hochmitten mehr Sättigung zu und dazu erreichst du so mehr diesen ja, 60er, 70er, vielleicht auch 80er Sound. Das finde ich auch ganz interessant und das probieren wir auch mal direkt aus. Also ich mache erst lauter, leiser und dann probieren wir mal diesen Excite-Button aus. I'll never let you go, no I can't deal with lies without you. I give it all up tonight to hold you. Give up the red running through my blood. Every word running past my tongue. Give up the air running through my lungs. To make up for all the things I've done. Just give me a sign. Also hier auch sehr, sehr klare, sehr, sehr saubere Ergebnisse. Die Ausgabe hier begeistert mich schon. Also die Qualität, es klingt sehr sauber. Ich habe jetzt auch den transparenten Charakter gewählt. Aber man kann es jetzt hier nicht als irgendwie als Lion-Plugin verschreien, würde ich sagen. Gehen wir noch in den Bereich Spread. Hier kannst du die Stereobreite eben erhöhen, also breiter machen oder eher in Richtung Mono gehen, den Mix enger oder schmaler machen und hier den Correlation Meter, wo du eben sehen kannst, ob du Phasenprobleme hast. Auch das probiere ich noch kurz aus. Give up the red running through my blood. Every word running past my tongue. Give up the air running through my lungs. To make up for all the things I've done. Just give me a sign to be on the red eye. First fly headed right back to you. Cause you're my ticket home. You're my ticket home. Das war ein erster Walkthrough, ein erster Durchlauf über den neuen Mastering Assistant von Logic Pro. Mich interessiert deine Meinung sehr. Findest du das überzeugend oder ist das hier ein Kinderspielzeug? Laienspielzeug habe ich schon gesehen. Natürlich klar, mit so einem Ozone-Plugin ist das jetzt absolut nicht zu vergleichen. Da hast du noch viel mehr Möglichkeiten. Wirst du den Mastering Assistant benutzen oder benutzt weiterhin deine eigene Mastering-Kette? Ich bin sehr, sehr gespannt auf dein Urteil. Ich bin unentschlossen. Vom Klang her und für schnelle Ergebnisse finde ich es wirklich absolut überzeugend, muss ich sagen. Aber ich neige dazu zu sagen, dass ich eher bei meiner eigenen Mastering-Kette bleibe, in Logic selber, wo ich dann mit zwei Linear-Phase-EQs arbeiten kann, also die Mitten und die Seiten getrennt bearbeiten. Das geht jetzt hier zum Beispiel schon mal nicht. Oder eben, dass du zwei Kompressoren einsetzen kannst und so weiter. Dennoch, für schnelle Ergebnisse, für ein schnelles, knackiges Mastering, einfach zu Demo-Zwecken, finde ich den Mastering Assistant absolut gelungen.